Wie ist es eigentlich, einen eigenen Milchviehbetrieb zu bewirtschaften? Ich bin zu Besuch bei Familie Bützler in der Eifel. Sie bewirtschaften einen Betrieb mit aktuell 170 melkenden Kühen und 180 Kühen in der Nachzucht, sowie Grünland, Mais und zukünftig auch mit einer neuen Biogasanlage. Moin Basti! Nils, hi! Moin, hi! Ja, cool, dass wir uns hier mal den Betrieb angucken dürfen. Ja, ich wollte so gerne mal so ein bisschen herausfinden, ja, was machst du hier so, wie viele Kühe hast du so, was stehen für Projekte an, und gucken wir uns einfach mal an, deinen Betrieb, oder? Ja, wir sind jetzt hier bei mir im Kuhstall bei meinen Mädels, also das sind meine Kühe, wie ich sie gerne nenne. Den Stall haben wir hier 2010 gebaut, sind 1956 ausgesiedelt, da war unten der alte Stall, war zuerst gebaut worden, Vater hat den damals 1980 umgebaut. Auf Kuhstall nur noch. 2010 haben wir hier den Stall gebaut. Ja, jetzt 2024 sind wir jetzt am Planen oder sind wir schon dran am Bauen für einen Anbau plus Biogasanlage noch. Und Futter und so weiter baut ihr selber hier an? Habt ihr eigenes Ackerland, Grünland, was genau ihr dafür nutzt? Wir haben hier 200 Hektar Grünland, Dauergrünland und 20 Hektar Mais im Anbau. Ja, aber ihr habt ja zumindest schon mal so einen Anschieber, habt ihr ja schon mal, der hier wie genau unterwegs ist. Genau, wir haben hier zwei Futteranschieber-Roboter, also wir haben zwei ausliegende Futtertische. Mhm. Auf dem Futtertisch ist auch nochmal ein Futteranschieber. Okay. Ein Spaltenroboter, drei Melkroboter. Mann. Und unten haben wir auch noch mal einen Futteranschieberroboter. Also sehr automatisiert hier die ganze Genau, Prozesse. Richtig. Mein Vater ist noch mit dabei, meine Frau macht noch mit. Und ja, es halt immer weiter digitalisieren. Ich habe ja auch die Smart-Stall-Technologie verbaut, wo alles quasi wie Smart Home und alles vom Handy aus gesteuert oder von der App gesteuert hier im Stall. Also dass man quasi so Kleinigkeiten wie Licht oder so oder Lüftung, dass das also automatisch funktioniert. Kannst du das grob einschätzen? Wie ist deine Arbeitsbelastung pro Woche? Das ist ja auf jeden Fall 7 Tage die Woche. Anders geht das genau ja mit so einem Betrieb gar nicht. Aber hast du da eine große Ordnung? Ja, eigentlich von morgens 6 bis abends so 7 Uhr. Mit Pausen zwischendurch und ab und zu mal was Kinderbetreuung machen. Ja. Geht auch automatisiert, wie man sieht. Ja. Und durch die ganzen Tiere natürlich auch viel Verantwortung. Und man muss halt immer vor Ort irgendwie sein. Es kann immer mal irgendwas passieren. Man muss immer alles irgendwie, ja, begutachten und gucken, dass und vorhergesehen ist immer mit abpassen können. Und ja, und dann auch die Öffentlichkeitsarbeit, die ich viel mache, also Social Media, aber auch für Fernsehen, Funk, Zeitung. Du bist ja auf YouTube aktiv, bei Instagram bist du genau aktiv, TikTok bist du aktiv, also du bist ja richtig auch in dem ganzen Social Media ja drin, ne? Na komm her. Genau, wir haben damals angefangen mit YouTube. Ja, hat es quasi so ein bisschen hochgeschaukelt. Hat da jetzt auch schon Instagram laufen. Ja, hab dann mit TikTok angefangen, wo ich mit Facebook aufgehört habe. Weil innerhalb von 4 Jahren ist auf 90.000 Follower gekommen. Wahnsinn, das ist auch schon echt. Ja, fahr den Radlader runter. Fahr die selber jetzt? Ja, ich fahr selber runter. Ja, okay. Geh mal gucken, komm. Ja, okay. Genau, sicher geht vor. Tür zu. Wie alt sind deine Kinder? 4 und 7 sind Tom und Moritz. Mit 7 kann man natürlich schon mal so einen großen. Ja, der fällt auch mit 9, ist mit 9 schon mit dem Rille fast gefahren. Ah, ja. Alleine. Mit Bummelig ausklappen und runterlassen und sowas. Ist ja auch privates Land hier quasi, ne? Deswegen. Ja, genau, also das ist kein Problem, das dürfen die. Können wir vielleicht mal kurz zu den Robotern gehen? Ja, klar. Finde ich interessant, dass wir das auch mal uns angucken. So, wie du jetzt hörst, die Curtains fahren den ganzen Tag rauf und runter. Das geht alles mit der Smart-Stall-Technologie. Okay. Und dass wir einfach immer das optimale Stallklima hier erreichen. Ja. Die Melkroboter. Wahnsinn. Das ist Nummer 1 von 3. Ja, ist gerade, die Kuh ist gerade reingegangen, ist jetzt am Bürsten, also am Saubermachen und am Stimulieren, dass dann irgendwann die Milch dann nach 1 Minute laufen kann. Wie muss man sich das preislich vorstellen? Was kostet so ein automatisierter Roboter? So grob, ganz kalkuliert mit Halsband vielleicht bist du so bei 120.000, 130.000 Euro. Pro Roboter dann? Pro Roboter, ja. Das sind natürlich riesige Investitionen, die man hier tätigt. Das ist das Problem der Milchwirtschaft, dass wir viel Geld in die Hand nehmen müssen für ein bisschen Effekt, Benefits rauszukriegen. Und hier kommt jetzt die Milch? Genau, die Milch kommt jetzt durch die Schläuche hier und fließt dann hier ins Glas rein. Im Arm misst ihr jetzt schon Fett, Eiweiß, Laktose, Farbe, Leitfähigkeit, Temperatur, Milchkilo. Das hat er schon alles im Arm schon erfasst. Okay. Und sie müsste noch mal aktiv die Zellzahl noch mal nachher beim Abpumpen. Und genau, falls irgendein Wert nachher abweicht, negativ, dann geht auch der Milch automatisch in Abfluss. Okay. Dass wir ja nicht irgendwie nachher Verschneidungen haben mit der Tankmilch. Mhm. Weil Milch ist ja eines der bestkontrolliertesten Lebensmittel, die es gibt. Und die Milch, die vertreibt ihr auch selber hier oder wird die alles in eine Molkerei dann? Na, alles in die Molkerei. Also wir liefern zur Molkerei Ahler nach Pronsfeld hier in der Eifel. Okay. War ehemals Mu. Genau, war ehemals Mu, ist dann Ahler geworden. Und was gibt es denn eine Kuh durchschnittlich so für Liter? Bei mir hier sind es um die 40 Liter am Tag. Wir kriegen ja noch einen Melkroboter mehr. Einen dazu. Genau. Der kommt dann nachher hier zwischen. Also kommt nachher hier in den Raum rein. Okay. Und da vorne sieht man dann auch schon, was wir da schon am Mutterboden weggenommen haben. Also das heißt, der neue Stall, der kommt hier direkt, wird direkt hier dran. Ja, das nicht. Wir müssen 5 Liter dazwischen haben wegen Brandschutz. Wir können ja mal nach draußen gehen, zeige ich dir mal, was wir da so gebuddelt haben. Ja, das ist jetzt
hier die Stallfläche. Also das haben wir jetzt mal großzügig den Mutterboden mal weggenommen. Wie groß wird der Stall ungefähr? Wie viel Quadratmeter? Der wird nochmal, also der ist 40 breit und wird nochmal 35 länger. Was hat dich jetzt dazu bewegt, sag ich mal, in solchen schwierigen Zeiten jetzt zu sagen, jo, ich investiere jetzt nochmal in einen neuen Stall? Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich kann jetzt einen Schritt machen oder ich mache nie wieder. Mhm. Und auch damals, als ich den Stall gebaut habe, 2010, wird sich erinnert, da war Weltwirtschaftskrise, Milchpreise bei 22 Cent haben wir auch gebaut. Und da waren eigentlich die gleichen Probleme wie immer. Milchpreis zu niedrig, Politik war nicht zufriedenstellend, Zinsen zu hoch, Zinsen, es ist immer Baumaterial, immer irgendwas. Also wenn man immer wartet, kommt man auch nicht voran. Und ich will jetzt einen zukunftsfähigen Betrieb für meine Kinder mal hinstellen. Aber wenn ich sage, und ich 60 bin und die Kinder sagen, ich mache es nicht mehr weiter, kann ich schon mit 60 sagen, ich mache es noch weiter, solange ich Spaß habe. Mhm. Ich verkaufe es oder mache sonst irgendwas damit. Ja. Also ich muss jetzt den Schritt machen oder ich mache ihn nie wieder, weil mit 50 brauche ich das nicht mehr machen. Ja. In der Symbiose mit der Biogasanlage passt das sehr gut, weil dann auch die zusätzlich anfallenden Güllemengen und so da auch gut verwertet werden können. Ich meinen Dünger oder meine Gülle da noch aufwerten kann in der Biogasanlage und habe ein großes Endlager, wo ich dann auch noch mehr Gülle lagern kann. Auch mit Eigenstromverbrauch und mit Wärme. Ich habe überschüssige Wärme, da kann ich quasi meine ganzen Wohnhäuser bei uns mit heizen. Mhm. Eigentlich wollte ich auch so ein Bautagebuch machen. Ja, besonders auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die du dadurch machst, ne, ist halt super wertvoll. Ja. Ja, das wird auch immer wichtiger, weil wir werden ja immer weniger. Auf Fernsehen, also WDR habe ich eigentlich 3-4 Mal im Jahr hier und ProSieben, D-Mark, also ich habe es eigentlich schon fast alle durch, bis auf RTL 2 oder so, das habe ich noch nicht geschafft zum Glück. Ist auch nicht ganz mein Niveau. Nee, ist es nicht. Ja, und jetzt hast du sogar Agrar-Nils noch. Agrar-Nils, ja, den Agrar-Nils, genau. Das ist eigentlich mein Highlight meines Lebens, dass Agrar-Nils hingekommen ist. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kannst du mir die 50 Euro geben. Okay. Ja, gehen wir mal weiter, ja, da, wo die Milch hinkommt zum Schluss. Das ist unser Milchtank, wo die Milch reinkommt. Das hier ist der Puffertank. Hier kommt die Milch rein, wenn der Tankwagen alle zwei Tage kommt zum Abholen. Ja. Und in der Zeit, wo dann gespült wird und abgetankt wird, geht die Milch dann in den Puffertank. Wie viel geht da rein? Wie viel ist er? 15.500. Und kommt der Fahrer dann täglich? Oder nee, alle zwei Tage, genau. Das wird gekühlt, die Milch da drin? Die genau, die haben ein Display hier vorne, siehst du, die hat jetzt 3,8 Grad. Das ist quasi so die Smart Shore Technologie. Das ist die App. Die ist genauso auch aufgebaut im Handy. Kann ich zum Beispiel gucken, im Gebäude sind 15 Grad, 65% Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir das Lichtprogramm zum Beispiel, habe ich noch an. Ich hatte eben den Tier erzählt, deswegen habe ich Licht noch an. Jetzt mache ich Licht aus. Kannst du gucken? Genau, da habe ich die Lüftungsanlage, dann haben wir den Ventilator. Also so alles, was Technik hier ist, also was mit Strom betrieben wird, kann man irgendwie ansteuern oder überwachen. Aber das könntest du auch alles vom Handy aus machen. Das ist genau das Gleiche, geht übers Handy auch. Das sind genau die gleichen Dinger. Ich habe auch zwei Kameras im Stall, jetzt siehst du zum Beispiel im Stall. Ja, hier siehst du halt quasi alles überwacht, was nicht stimmt. Ist hier mal eine Kuh gehabt, die war nicht ganz fit nach dem Kalben. Hier siehst du die hat hier gekalbt, wurde gerade fit, hat hier was Milchfieber bekommen. Hab sie hier behandelt und jetzt sieht man, jetzt läuft sie wieder. Das ist die Aktivität von der, die Wiederkauaktivität von der Kuh. Okay. Und so kannst du halt dann direkt reagieren und die Kuh wieder fit machen. Wahnsinn. Quasi das ganze Leben der Kuh hier einmal abgebildet. Genau, richtig. Und so kann ich halt entscheiden, die Kuh ist vielleicht besser und die andere schlechter. Aber war das alles schon möglich, als ihr den Stall hier gebaut habt? Ja, genau. Also so ist nicht so, also das Programm gab es auch schon, nicht so das Programm, aber schon so ein Vorgängermodell, dass ich alles so nachverfolgen konnte. Okay. Das andere kam jetzt so peu à peu mit dabei. Ja. Und ich kann euch mal zeigen, die Biogasanlage soll dann nachher hier hinkommen. Okay. Also hier kommt die dann so runter. Hier oben ist der alte Betrieb, die Fahrsiedleranlage. Hier ist das Rote ist asphaltiert, das ist die Rundfahrt. Mhm. Hier haben wir den Feststoffeintrag, Fermenter, Technikraum, Endlager. Und hier unten ist der Havariewall, genau. Dass wenn der größte Pott platzen würde, dass der dann aufgefangen werden würde, dass dann nachher kein Unglück geschieht in der Natur. Ich hoffe, dass ich den Stall bis früher nächsten Jahres fertig hätte komplett. Okay. Und die Biogasanlage am liebsten zum 1.1. Und wie siehst du, noch ein paar Urkunden haben wir auch noch hier. Ja, ich habe mich eben schon gefragt. Zähl doch mal. DLG Agri Influencer Award 2023, Rinderhalter des Jahres. Und dann haben wir so ganze Haufen Urkunden mit den Kühen, mit dem Betrieb gemacht und so. Ja, Wahnsinn. Mit 100.000 Kilo Kühen, Zuchterfolge und so, die wir so alle gemacht haben. Die Kuh empfindet doch ganz anders, als wir Menschen dann meinen. Darum auch hier diese Schlauchbelüftung hier drinnen für im Sommer. Ja. Die kühlt die Kühe runter, also die holt von da vorne frische Luft und drückt die hier rein. Okay. Und die ist extra ausgemessen dafür. Also zwei sitzen, wie du siehst. Ein Auslass ist für zwei fressende Kühe. Mhm. Und jede Liegebox hat auch ihren eigenen Auslass. Ist auch komplett ausgemessen, der Stall dafür. Also die haben genau ausgemessen, wo welche Box ist, dass sie genau dann da auch die Auslässe haben. Aber umso schöner, dass es den Kühen besser geht. Das merkt man auch beim Entfalten von den Kühen. Wenn es warm wird,
Wenn die Kühe träge, stehen oft an den Tränken, einfach um sich dann runterzukühlen. Also an dem kalten Wasser irgendwie runterzukühlen. Das haben wir auch bei 35 Grad nicht mehr jetzt. Also das ist schon mega, was die jetzt die Lüftung gebracht hat. Ja. Ist das denn so ein verbreitetes System? Weil so oft habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Das hier gibt es noch nicht so oft, nein. Ja. Wir haben jetzt hier den Separator noch, den Gülleseparator. Hier kommt das ganze Wasser, Milch und Spülwasser rein. Und hier ist nur reine Gülle. Und die wird separiert. Okay. Die Gülle, dann geht die Dünnphase auch alle da rein. Dann brauche ich auch nur hier raus Gülle fahren aus dem dünnen Kanal. Das ist dann wie Wasser, dass auch im Grünland nicht so viel dicke Gülle habe. Okay. Und das feste Material, das geht alles in die Liegeboxen zum Einstreuen. Was eigentlich mit das Beste ist zum Streuen, weil ich A, selber kein Stroh habe, was ich okay. da zukaufen müsste, okay. ja. dadurch dicke Gülle kriegen würde. Ja. Und der große Vorteil von separat ist, ich habe immer nur meine eigenen Betriebskeime. Also kein Stroh, was fremde Pilze mitbringen kann, sondern wirklich nur eigene Keime. Ja, auf jeden Fall ziemlich idyllisch hier. Ja. Wenn man hier nicht arbeiten müsste, wäre es noch schöner. Nein, ich kann mich nicht beschweren, wir sind hier für uns alleine. Auf jeden Fall kann man hier gut arbeiten. Ja, und Anna ist übrigens ja auch noch dabei. Hey Leute, ich bin Anna. Nein, sie nicht. Sie ist heute die Assistenz und filmt heute das Ganze. Ich bin heute Nina. Wir haben dann schon mal den ersten Trecker von mir. Den 39, den habe ich mir jetzt im letztes Frühjahr gekauft. Also hauptsächlich in Gülle fahren. Wenn du mit 50 Tonnen im Berg stehst, bist du froh, dass du mal einen Großtrecker hast. Dann haben wir noch einen 716, der ist aber nicht von mir. Ist bei mir angestellt als 520 Euro Kraft. Und der hat sich den gegönnt. Noch in die Halle fahren, wenn ihr Lust habt, ja, noch mitkommen. Ja. Wo die ganzen anderen Heumaschinen von uns noch stehen. Mhm. Im Trockenen stehen die dann schön. Und können wir gleich mal gucken fahren. Ja, das sind Rinder, die dann irgendwann abkalben schon mal. Das ist bei mir auch mit dem Stallanbau. Ich fahre jetzt jedes abgekalbtes Tier muss ich hochfahren und jede trockene Kuh runter und auch immer wieder hochfahren. Okay. Das ist auch logistisch totaler Albtraum und auch von der Zeit her natürlich total zeitfressend. Also genau, also hier kommt Motor, Feststoffeintrag, Fermenter, Endlager und quasi wo der Wald anfängt, ist quasi die Havariewald zu Ende. Ja. Und da ist noch unser unser fast ältester Trecker. Der älteste hängt am Treibwagen, der fährt die Kühe immer hin und her. Mhm. Und das war damals unser erster Trecker, den wir uns richtig neu gekauft haben. Hier ist Mais, Fressschnitzel, Mais. Okay. Maishaufen, Anna links rum. Maishaufen, da ist ein Schnitzel. Der Maishaufen kommt aber jetzt da vorne rein, wo der 150er drin steht. Mhm. Weil wir das Silo brauchen wir hier für die Gras, für den ersten Schnitt jetzt. Okay. Dann wird das umgefahren, das Silo umsiliert. Wird das komplett voll werden? Mal gucken, das weiß ich noch nicht. Das ist schon gewaltig, wenn man hier so drin steht. Ja, es sind eine Masse rein drei Meter Wände. Wir wollten, haben uns überlegt, ob wir 2 Meter oder 3 Meter hohe Wände machen. Zum Glück haben wir 3 Meter gemacht, weil letzter erster Schnitt waren wir auch schon drüber übernehmen. Ja. Dann haben wir so unser, mein Lieblingsgespann, das Güllefass mit dem Neuner ist schon macht ein schon schickes was, Gespann. Ja. Auch in Blau, ist das normal oder ist das eine spezielle Farbe, die du da gewählt hast dann? Oder? Genau, das ist Ultramarinblau sogar. Das ist jetzt der neue Mischwagen, den habe ich seit diesem Frühjahr. Sieht immer schön gewaltig aus. Jo, das sieht wirklich gewaltig aus. 36 Kubik. Und haben festgestellt, dass ich mit einem großen Mischwagen noch schneller bin als mit einem Selbstfahrer. Und, Ist das so? Ja, genau, weil mit dem Selbstfahrer muss ich 2 Mischungen machen. Ach so, okay. Und mit dem ich fahre quasi einmal rein, fahre nur einmal hoch. Wie ist das so preistechnisch? Was kostet das? Wenn du jetzt neu kaufen gehst, also mit dem Trilliergrad mit Zwangslenkung, bist du bestimmt bei 120.000 bestimmt jetzt. Wenn du jetzt kaufen gehen müsstest. Der ist auch schon direkt so groß, dass ich auch nur die, auch schon den Stallanbau, also die Kühe, die mehr Kühe auch schon mitfüttern kann. Also das wäre halt fatal, wenn ich jetzt mich als Kleinkauf hätte und nächstes Jahr müsste ich wieder einkaufen. Das wäre natürlich nicht sehr sinnvoll. Das war früher unser Haupttrecker. Ist jetzt nur noch Mischwagentrecker und im Silo dann auch noch. Da gehört so viel dazu, wenn man, sobald man irgendwie Tiere hat oder jetzt gerade alles, was Kühe betrifft, das ist ja Wahnsinn, was man da alles, man kennt es vielleicht irgendwie aus dem Landwirtschaftssimulator oder sowas, wenn man da sich Kühe anschafft, was da alles dazu gehört, was wir arbeiten, was für Maschinen und die ganze Logistik und so weiter. Genau, da muss man sich auch so ein bisschen mit Großwerden reinwachsen und machen und tun. Hier, wir können nochmal gerade oben durch den alten Stall laufen. Mach mal das Fenster auf, Tom. Mäuschen, mach mal piep! Was an? Kuckuck! Wir fangen jetzt mal bei der Kinderstube an. Ich will nicht den Boden filmen, Ramona. Ach Quatsch, das ist okay. Geil, das sind die Lollis! Das ist hier die Kinderstube. Also wir trennen die Kälber von den Kühen so schnell wie möglich. Mhm. Hört sich grausam an, aber wenn wir natürlich gucken, eine Kuh baut erst eine Bindung zum Kalb nach 24 Stunden auf. Also umso früher das Kalb von der Kuh wegkommt, umso weniger besteht auch eine Verbindung zwischen Kuh und Kalb. Wir arbeiten hier mit Adlibitum-Tränke, die können quasi 24/7 immer weiter saufen.
Das hier hat fast leer, da muss man gleich ein bisschen auffüllen. Mhm. Das ist süß. Genau, hier war auch früher der alte Melkstand. Und hier haben wir dann einfach dann den, die Kälber hier drin. Mhm. Hier haben wir dann noch mehr kleine. Und wenn die nach 4 Wochen kommen die dann hier in die Gruppen rein. Aha. Genau, also das wäre jetzt quasi so eine Art Kindergarten. Ja. Kindergarten, Vorschule. Kindergarten. Ja. Bis zum Abtränken dann. Wie alt sind die jetzt ungefähr? Die sind bis 10 Wochen. Was macht der Strohballen da? Das ist für die Kälber zum Scheuern, ein bisschen Bespaßung und so. Und im Winter, wenn es dann etwas kritischer wird, dann bauen wir mit den Strohpacken denen einfach so einen Unterschlupf, wo sie sich unterstellen können. Okay, die Managerin wieder mit sich hier gut eingekleidet. Habt ihr hier alles in der Milchküche? Ja. Da vorne kommt gerade der Futteranschieber von. Ach, und der fährt hier quasi? Genau, das ist dem seine Spur. Ja, genau. Okay. Und der fährt dann auch jede Stunde Futteranschieben. Hier ist jetzt dann die nächste Gruppe, die also von den Kälbern, die jetzt abgetränkt werden. Genau, und dann geht es halt durch die Gruppen der Größe nach immer weiter. Aha, okay. Nur essende Frauen sind glückliche Frauen. Das hat gut gepasst, ja. Die Rinder, die können da hinten durchs Tor raus, können hier vorne rumlaufen. Neugierig. Ich übernehme noch die Kamera für uns. Jetzt wird hier noch ein bisschen Fahrstunde gemacht, einmal. So. Ich kann den Motor, Nur beschleunigen. Das Praktische, wenn man Kinder hat. Sie haben extra den guten Beifahrersitz damals mitgekauft, damit ich auch bequem sitzen kann. Ja, klar. Klasse, mega. Also ich glaube, so gut bin ich mit 7 noch nicht gefahren. Ja, Basti, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir hier den Nachmittag verbringen durften bei dir und ja, uns mal angucken konnten, wie ist es eigentlich, einen Milchviehbetrieb zu haben. Wer Basti vielleicht noch nicht folgt, du kannst mir nochmal deine Social-Media-Kanäle einmal. Genau, TikTok, Instagram heiße ich Bastbu, also B-A-S-T-B-U. Ja. Noch der Eiffel-Grab-Videos auf YouTube. Okay, okay. Und da auf YouTube hast du ja auch einige tausend Abonnenten, also ich glaube 70.000 Abonnenten. Genau, ja, wir sind, glaube ich, so mit dem Kumpel, der hier den 716 hat. Mhm. Wir haben damals angefangen, sind, glaube ich, auch so ein paar Urgesteine von der YouTube, also von Gründerszene YouTube, Landwirtschaft, glaube ich. Da haben wir vor 13 Jahren das erste Mal angefangen. Boah, 13 Jahre, ja. Hammer. Dann aber wir haben jetzt was ruhiger gemacht, aus Zeitgründen, aber die Hoffnung ist noch da, dass wir dann wieder mehr schaffen werden. Ja, ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Folgt ihm gerne mal und gebt uns gerne mal ein Feedback, wie ihr das Video gefallen hat. Gerne liken natürlich und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, wie ist das? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.